Wir sind entsetzt und in voller Trauer angesichts dieser Tat. Der Täter muss sich für diese furchtbare Tat verantworten. Weil der Täter jedoch aus Eritrea stammt, ist der Fall zu einem Politikum geworden und rechte Hetzer aus ganz Deutschland instrumentalisieren diese Tat für ihre Agenda. So geschehen etwa in Frankfurt, Köln oder Essen, wo teils einschlägig bekannte Neonazis an den vermeintlichen Trauernfeiern teilnahmen. Auch in Gießen wurde für heute hier am Bahnhof eine Mahnwache angekündigt. Aus dem Umfeld der Gelben Westen Gießen. Wer sind die Gelben Westen Gießen? Die selbsternannte Gelbe Westen Gießen sind erstmals Anfang 2019 in Gießen in Erscheinung getreten. Allerdings unterscheiden sie sich stark von ihren französischen Vorbildern, da ihre Wortwahl direkt dem rechten Spektrum zugeschrieben werden kann. Überfremdung, Lügenpresse, die da oben. Lösungsansätze auch für soziale Probleme befanden sich meist in verschwörungstheoretischen Lager. Dabei wurde ganz gleich gegen obskure Machteliten oder Migrantinnen gehetzt. Genau diese Themen zogen auch bekannte rechtsextreme Akteure an. Der Organisator Ronny Böhm lud via Facebook die Schutzzonen ein NPD-Projekt, bei dem Bürgerwehren aus organisierten Nazis Migrantinnen und Linke bedrohen. Bei der letzten Demonstration hatte ein rechter Aktivist aus dem Umfeld des Frauenbündnis Kandel vielmals das Wort und verharmloste dabei auch den Faschismus. Dieses offene rassistische Bündnis ist Teil der rechtsextremen Szene und ruft auch wesentlich zur heutigen Mahnwache auf. Auch die rechtsextremen Soldiers of Odin waren bei den Aktionen der Gelben Westen vertreten. Diese Mahnwache ist allein schon wegen ihrer Organisatoren abzulehnen. Allerdings wird auch relativ schnell die Doppelmoral ihrer Aktion klar. Würde es ihnen tatsächlich um die Verbrechen an Kindern und nicht um das eigene rassistische Programm gehen, würden alle solcher Taten betrauert werden. So etwa die Tat eines deutschen Mannes, der vergangenes Wochenende im Lahn-Dill-Kreis zuerst seinen 9-jährigen Sohn tötete und dann sich selbst tötete. Für solche Fälle gibt es keine Pressekonferenz, für die der Bundesminister aus seinen Urlaub unterbricht. Keine Mahnwachen und keine Trauermärsche. Stattdessen wird die Frankfurter Tat instrumentalisiert, um Hass zu verbreiten, weil der Täter kein Deutscher ist. Dies widert uns an und tritt ehrliche Trauer mit Füßen. Wie müssen sich Familien und Freundinnen fühlen, wenn der Tod des Jungen für rechte Hetze missbraucht wird? Es braucht in unserer Gesellschaft zuverlässige Mechanismen, die Menschen auffangen und helfen, bevor psychische Erkrankungen oder Radikalisierung dafür sorgen, dass anderen Menschen geschadet wird. Wir gedenken also aller Kinder, denen ihr Leben genommen wird, und leisten wir gemeinsam Widerstand gegen rechten Hass. Ich spreche für die antifaschistische revolutionäre Aktion Gießen und wir sagen kein Beileid von Menschenfeinden. Wenn jemand eine Frau und ihr 8-jähriges Kind vor einen Zug stößt, der kleine Junge stirbt und die Mutter nur knapp dem Tod entgeht, ist das keine Tat, die jemanden unberührt lässt. Man wird wütend. Und natürlich fragt man sich, warum? Wie zur Hölle kann jemand einen so sinnlosen, grausamen Mord begehen? Man will antworten. Die traurige Wahrheit zu dem Mord in Frankfurt ist, es gibt derzeit keine Antworten. Man kann zu dem Tod des 8-jährigen Jungen nichts Sinnvolles sagen, denn man weiß so gut wie nichts. Man kann sein Mitgefühl, seinen Schmerz ausdrücken, aber ansonsten sollte man schlichtweg schweigen. Aber man weiß doch, der Täter war schwarz, werden nun jene antworten, die ihren eigenen Rassismus mit einer Erklärung der Realität verwechseln. Für sie ist die Sache einfach. Die barbarischen Wilden sind ebenso und wer die reinlässt, der wird mitschuldig. Von da ist es dann nicht mehr weit zur in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken gängigen Aufforderungen, alle Fremden samt jenen Linken, die ihnen willkommen zu rufen, abzuschieben, aufzuhängen oder abzuknallen. Diese Armada der angeblich Erschrockenen, Mitfühlenden, Trauernden trägt zwar wenig zum Verstehen der Untat in Frankfurt bei. Sie sagt aber etwas über Mord und Totschlag aus.
und zwar den der neuen, alten deutschen Faschisten. Die Dehumanisierung des als Schädling markierten Fremden, die sich seit Tagen ins Netz ergießt, spricht Bände darüber, was die bislang mehrheitlich noch verbal, immer häufiger aber physisch wütenden Rassistinnen und Rassisten zu tun bereit sind. Wer so denkt, wie diese Leute schreiben, den trennt nur noch Unentschlossenheit von Andreas Bering-Breivik, den Faschisten und 32-fachen Kindermörder von Utøya. Und jetzt muss man wieder darüber reden, dass es eben Rassismus ist, bei dem Tod des einen Kindes Kampagnen zu machen, bei dem Tod eines anderen Verständnis für den Täter zu zeigen. Muss man ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass man aus Hautfarben keine Charakterschaften ableiten kann? Muss man denen, die das aber und aber tausendfache Vergasen von Kindern für Fliegenschiss halten, aufzeigen, warum man ihnen die Sorge um Kinder nicht abnimmt? Muss man jenen, die jedes Kind im Mittelmeer ertrinken sehen wollen, das kein Aria-Nachweis vorzeigen kann, wirklich erklären, warum man sie nicht für die humanistischen, besorgten Bürgerinnen und Bürger hält, als diese sich so gerne inszenieren? Keinem von ihnen, nicht denen da drüben, keiner Weide, keinem Höcke, sollte man, wenn man halbwegs vernünftig nachdenkt, auch nur einen leisen Anflug von echtem Entsetzen und echter Trauer unterstellen. Im Gegenteil. Tief drin in ihren verdorbenen Seelen sind sie froh. Seht her, wir haben es euch gesagt. Nun wählt uns. Gebt uns die Macht. Und dann lasst uns gemeinsam die Kinder der Fremden umbringen. In den libyschen Foltercamps, im Meer oder wenn es sein muss, per Schießbefehl an der Grenze. Auch auf Kinder, wie Beatrice von Storch einst erläuterte. Wir sagen Kampf dem Faschisten und Faschistinnen für eine solidarische Gesellschaft. Alerta Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Ja. Also wir bleiben noch zum Gedenken hier, aber wir wollten euch nur mal ein kurzes... Guck mal, er steht schon wieder hier. Heute stehen wir hierfür und nicht für Sie. Was wollen Sie denn hier hören? Machen Sie ein Foto. Kennen Sie die Frau? Ich auch nicht. Und trotzdem kenne ich Ihre Geschichte mittlerweile. Haben Sie die Rede eben gehört? Nein, da höre ich nicht. Da höre ich nicht mehr hin. Oder um die Opfer, sondern mehr um die Täter. Wo steht hier was von Täter? Wo steht hier Täter? Wo steht hier Täter? Wo steht der? So nah kann man die Kamera nicht lesen. Ich sage, wo steht der Täter? Da steht gar nichts von Tätern. Du musst lesen. Das sind Tafeln für diese Menschen. Da steht nichts von Täter. Verstanden? Die Demonstration ist ja nicht... Das ist keine Demonstration, nein, das ist eine Gedenkveranstaltung. Ich. Ja, ich meinte jetzt die andere, die Gegendemonstration. Darf man sich nicht mehr hinstellen und irgendwelchen Menschen, die in Deutschland ermordet werden, einfach nur mal gedenken, ohne dass ständig irgendwo dieses dummele Gesabbel kommt? Darf man das nicht mehr? Das müsste eigentlich mal möglich sein. Bravo, das geht doch gar nicht. Aber es wird ja ich kann mich noch nicht mal hier hinstellen und dieser Frau gedenken, ohne dass dahin dummes Zeug gesabbelt wird. Die können alle ihre Meinung haben. Da hat überhaupt keiner was dagegen. Haben Sie zugehört? Nein, ich habe da nicht zugehört. Ich höre da seit 4 Jahren zu, das reicht mir. Es geht um diese Veranstaltung, um das, was wir heute hier gemacht haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war eine ganz einfache Mahnwache. Nicht mehr und nicht weniger. Ohne Hintergrund, ohne alles. Der den Hintergrund da rein projiziert, das sind so Reporter wie Sie, was Sie dann auf die Hessen-Camp stellen und sagen, die Rechten haben wieder eine Mahnwache gemacht und meinst nicht ehrlich. Und ich habe hunderte von diesen Tafeln gemacht. Nein, aber die kommen immer nur, um Krawall zu machen. Immer nur, um Krawall zu machen. Es gibt so viele Pädophilenringe. Berichtet da einer von denen oder von ihren Komparsen darüber, was wir sonst noch machen? Nein, sie kommen immer nur, wenn wir hier stehen und dann sind wir rechts. Punkt. Keine Diskussion, kein Diskurs, keine Debatte, nichts. Gut, die Gelben Westen sind ja aufgefallen durch rechts. Nein, passen Sie auf, ich gehöre nicht zu den Gelben Westen. Ich sag nur, ich deswegen bin eine ganz stehen die auch normale da. Frau. Ich frage Sie aber jetzt trotzdem nochmal offiziell, ob Sie was dagegen haben. Die Hypokrisie strahlt Ihnen aus dem Gesicht heraus. Haben Sie was dagegen?